Ja, liebe Freunde, Thomas hier von Platincoin, ja, Team Galaxy. Es gibt ja ein paar Veränderungen, ein paar Neuheiten und ich habe gedacht, ich mache schon ein Video drüber. Und zwar sind ja heute zwei neue Kaufsysteme bzw. Zahlungssysteme eingepflegt worden, und zwar Bitcoin und Sofortüberweisung. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich an. Wir gehen ganz einfach in den Akademiebereich auf Business-Pakete. Hier seht ihr die Pakete, die ihr kaufen könnt. Oben vielleicht noch ganz kurz ist hier noch hier unser PSC Opening Event, um Karten zu bestellen. Das ist natürlich im Moment der Renner schlechthin. Das heißt, ich gehe hier drauf, komme dann auf die Seite des Veranstalters do.net, das heißt der Firma, die das dementsprechend arbeitet mit den Kartenkäufen. Und hier kann ich ein Platin-Ticket kaufen zum Beispiel. Das heißt, ich bekomme das Standard-Ticket, das Eintrittsticket für Berlin für den 18.11. hier mit dazu. Aber ich bekomme auch den Umsatz für ein Tausender-Ticket natürlich in meine Backoffice gebucht und 3000 PLC-Punkte. Das heißt, das ist natürlich das Ding, was sich am meisten lohnt im Moment. Bezahlen kann ich es hier unten, wenn ich auf Weitergehe, mit Visa oder Mastercard oder Rechnung. So, hier bitte aufpassen, Tipp von mir, bitte mit Überweisung bezahlen und auch euren Leuten das raten, mit Überweisung zu bezahlen. Bei Kreditkarte wird zwar sofort abgebucht, aber wer mit Überweisung bezahlt, da sind einfach unsere Provisionen schneller gebucht. Das geht viel, viel schneller wie über das Visa-Mastercard-Kartensystem. Also rate den Leuten dazu einfach über Rechnung, das heißt mit das zu überweisen, aber er begleitet sie dann auch soweit, denn nicht jeder, der bisher bestellt hat mit Überweisung, hat dann auch bezahlt. Die Leute vergessen das einfach wieder. Also hier nochmal alle dann daran erinnern, sollte innerhalb von 2, 3 Tagen bezahlt sein, sonst wird es ja irgendwann auch wieder gelöscht und es gibt hier natürlich kein Ticket. Also das Tausender-Ticket ist das Interessante. Gehen wir einfach mal wieder zurück zu Platincoin. So, was passiert jetzt, wenn ich ein neues Ticket kaufen will, beziehungsweise ein neues Schulungspaket, 50, 250, 500.000? Wir gehen einfach mal auf das 50er. So, dann ist hier natürlich auf der nächsten Seite beschrieben, was alles drin ist. Dann sage ich, okay, kaufe ich. Dann steht hier, wie viel PLC gibt es hier dafür im Moment? 55,55, bla bla bla. Und jetzt habe ich hier die ganzen dementsprechenden Zahlungsanbieter. Hier meine Bestellnummer. Brauche ich natürlich. Ich kopiere die hier einfach gleich mal, wenn ihr natürlich die PLCs gleich in euren Wallet haben wollt. Wir gehen dann, wir haben also verfügbares Guthaben, bla 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 und so weiter. ADV, Cash, Payeer oder Klarna ist jetzt der Zahlungsanbieter. Hier müssen wir auch ein Häkchen machen, der dementsprechend mir die Möglichkeit gibt, hier mit Bitcoin zu bezahlen. Oder eben, wenn ich hier drauf klicke, mit Sofortüberweisung. Also gehe auf Sofortüberweisung. So, und dann ist es relativ einfach. Ihr gebt hier euren Namen ein. Na, das kann ich jetzt machen. Dann umgekehrt. Hier oben, First Name ist also ja wieder mal richtig amerikanisch. Ne? Also Bayreuth, okay, bei mir. Bam, bam, bam. Ja, so läuft es dementsprechend dann eure Bankdetails, also wem eben der Account gehört. Bei mir ist es natürlich mir. Dann die IBAN und PIC und dann auf Submit und dann kommt der 1, 2 natürlich in das Sofortüberweisungsmenü. Hier braucht ihr dann euren TAN und könnt dann dementsprechend sofort bezahlen. Ähnlich natürlich das Prozedere, wenn das über Bitcoin macht. So, jetzt bin ich schon mal oder hier rausgeflogen. Die Zeit läuft trotzdem. Das System denkt jetzt, ich habe gekauft, habe ich jetzt abgebrochen. Aber ja, so funktioniert es. Ich wünsche euch hier mega viel Spaß dabei, das in die Praxis umzusetzen. Also gebt Gas. Es gibt hier wieder neue Möglichkeiten. Also dementsprechend nutzt die auch.